الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على سوك بيت الله من الله سيجن هايلز البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten und in Bezug auf die wir Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er uns die Türe des Verständnisses öffnet, sodass wir die Verse, die wir lesen, verstehen und sie umsetzen und sie weiter lehren. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unser Wissen segnet und dass er unser Wissen vermehrt. Denn es gibt fast keine edlere Sache, als Wissen sich anzueignen. Und von den Arten von nützlichem Wissen ist die edelste Art, sich Wissen anzueignen über den Islam und über die Gesetze Allahs. Und davon über Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in den Versen, die wir uns anschauen möchten, in Verse 219, 220 von Surat al-Baqarah. 219 und 220 von Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Sie fragen dich nach berauschendem Trunk und Glücksspiel. Sag, in ihnen beiden liegt große Sünde und Nutzen für die Menschen. Aber die Sünde in ihnen beiden ist größer als ihr Nutzen. Und sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. Sag, den Überschuss. So macht Allah euch die Zeichen klar, auf das ihr nachdenken möget. Über das Diesseits und das Jenseits. Und sie fragen dich nach den Weisen. Sag, ihre Lage zu verbessern ist besser. Und wenn ihr euch mit ihnen zusammentut, so sind sie eure Brüder. Allah weiß den Unheilstifter vom Heilstifter zu unterscheiden. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er euch wahrlich in Bedrängnis gebracht. Allah ist allmächtig und allweise. Der Vers ist wieder eingeleitet wie der vorgehende Vers oder vorvorgehende Vers 217. Sie befragen dich nach. Und Allah subhanahu wa ta'ala betont damit wieder die edle Stellung des sich Aneignen von Wissen, besonders das Wissen über die islamische Religion selbst. Und sie fragen dich, o Gesandter Allahs, nach berauschendem Trunk und Glücksspiel. Und das Wort im Arabischen Khamr bedeutet sprachlich etwas, was bedeckt. Und daher kommt auch das Wort Khimar der Frau, weil sie ihr Kopf bedeckt mit dem Khimar. Und diese Verse haben natürlich einen Offenbarungsgrund. Diese Verse haben, wie sie offensichtlich andeuten, sie fragen dich nach, haben einen Offenbarungsgrund. Wie wir wissen, ist der Khamr, das heißt alles Berauschende, Alkohol und Drogen und ähnliches, verboten worden, allerdings nicht auf einmal, sondern schrittweise. Und zwar ist überliefert, bei An-Nasa'i und Abu Dawud und der Hadith al-Sahih, dass nicht klar war unter den Gefährten, Allahs Segen auf ihnen, ob jetzt Wein verboten ist oder nicht verboten ist und ob es eine gute Sache ist oder nicht. Und Umar ibn Khattab radiallahu anhu machte Dua und sagte: Allahumma بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا. O Allah, also dieser Hadith, dieser Dua, er sagte: O Allah, mache uns die Angelegenheit in Bezug auf Al-Khamr klar und deutlich. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers herabgesandt, in Surat Al-Baqarah. Sie fragen dich nach berauschendem Trunk und Glücksspiel, sag, in ihnen beiden liegt große Sünde und Nutzen für die Menschen. In ihnen beiden liegt große Sünde und Nutzen für die Menschen. Und in einer anderen, und dann heißt es hier, aber die Sünde in ihnen beiden ist größer als ihr Nutzen. Und in einer anderen Lesart heißt es, in ihnen beiden liegt viel Sünde und Nutzen für die Menschen. Nicht groß, sondern viel. Und das ist die Lesart von Al-Hamza und Al-Kisa'i. Allahs Barmherzigkeit auf ihn an. Und dann machte Umar ibn Khattab
weiter Dua. Denn es war immer noch nicht klar. Manche von ihnen haben aufgrund dieses Verses das Trinken von Alkohol und das Glücksspiel unterlassen. Und manche von ihnen nicht, weil es eben noch nicht verboten war, eindeutig verboten war. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala schon angedeutet hat, dass darin viel Sünde ist und Nutzen für die Menschen. Aber der Nutzen, sagt er, oder er sagte, die Sünde ist in ihnen beiden größer als der Nutzen. Dann hat Umar ibn Khattab radiallahu anhu nochmal Dua gemacht und gesagt, oh Allah, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafi. Allah, mach uns die Angelegenheit in Bezug auf den Khamr klar und deutlich. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala einen anderen Vers herabgesandt in Surat al-Nisa. Doch bevor ich diesen Vers erwähne, erwähne ich einen zweiten Offenbarungsgrund noch einmal. Für den Vers in Surat al-Nisa, den ich gleich erwähnen werde. Und zwar heißt es in einem Hadith bei al-Tirmidhi, und der Hadith ist sahih, und zwar sagte der Überlieferer, Sana'a lana Abdurrahman ibn Auf ta'aman. Das heißt, Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu hat für uns Speise serviert, hat für uns Essen gekocht. Fada'ana wa saqana al-Khamr. Dann hat er uns eingeladen und hat uns Khamr zu trinken gegeben. فأخذت الخمر منا, dann wurde uns das Khamr wieder weggenommen. وحضرت الصلاة, und die Gebetszeit ist eingetroffen. فقدموني, dann haben sie mich zum Gebeten als Imam aufgestellt. Und dann habe ich gelesen, فقرأت قل يا أيها الكافرون, dann las ich, sprich, ihr Gläubigen, لا أعبد ما تعبدون, ich bete nicht an, was ihr anbetet, also wie der Vers heißt, aber dann sagte er, وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, aber wir beten an, was ihr anbetet. Das hat er gesagt, als Imam im Koran lesen. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala den Vers herabgesandt in Surat al-Nisa, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ, bis zum Ende des Verses. O, die ihr glaubt, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt. Bis ihr wisst, was ihr sagt. Na, und das ist der Offenbarungsgrund gewesen, weil er hat dadurch etwas gelesen, was Kufr ist. Er hat etwas gesagt, was Kufr ist, aber war sich nicht bewusst, was er gesagt hat. Und daraufhin wurde es verboten, dass man sich dem Khamr nähert, wenn man, dass man sich dem Gebet nähert, bis man nicht wieder nüchtern ist. Und das ist schon eine Einschränkung gewesen, denn es gibt 5 Gebete pro Tag. Und dann blieb eigentlich nur noch die Zeit nach dem Isha-Gebet, Zeit, dass man was trinkt und was trinken will, wenn man dann überhaupt bis zum Fajr noch nüchtern ist. Ja. Na. Daraufhin hat Umar ibn Khattab radiallahu anhuma noch einmal Dua gemacht. Und er hat gesagt, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafia. Er sagte radiallahu anhu arda, O Allah, mach uns die Angelegenheit in Bezug auf den Wein noch klarer, noch klar und deutlich. Für ihn war das noch nicht klar und deutlich genug. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala den abschließenden Vers herabgesandt und hat gesagt, Ya ayyuhal ladhina amanu, der Vers, den ich vorhin vorgelesen habe, war Surat al-Nisa, Vers ist Surat al-Nisa, auf Seite 85, und der Vers 43. Daraufhin hat dann Allah subhanahu wa ta'ala den abschließenden Vers herabgesandt, Ya ayyuhal ladhina amanu, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. O, die ihr glaubt, berauschender Trank, Glücksspiel, Opfersteine und Lospfeile sind nur ein Gräuel vom Werk des Satans, so meidet ihn, auf dass es euch wohl ergehen möge. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Der Satan will ja zwischen euch nur Feindschaft und Hass sehen durch berauschenden Trank und Glücksspiel und euch vom Gedanken Allahs und vom Gebet abhalten. Werdet ihr damit nun wohl aufhören? Und das Unglaubliche ist, dass es Menschen gibt, die sich als Muslime bezeichnen und sagen, Allah hat nicht gesagt, dass Khamr verboten ist. Die sagen, Allah hat nicht gesagt, Khamr ist haram. Al-Khamru haram. Oder ähnliches. Und das ist eine Katastrophe,
Weil solche Leute, sie sind blind. Entweder sie sind blind oder sie sind taub. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem Vers, er stellt es gleich mit Glücksspiel, Opfersteine, Lostpfeil und sagt es ein Gräuel, Rijs, Unreinheit, ein Werk vom Shaitan. Der Shaitan macht was Gutes oder was Erlaubtes. Dann sagt er so, meidet ihn. Bei den schlimmen Sünden sagt Allah, meidet es. Nicht tut es nicht, sondern meidet es. Geh erst gar nicht erst die Nähe hin. Das ist ein Hinweis darauf, dass es noch verboten ist. Und dann sagt er auch noch, auf das es euch wohl ergehen möge. Oder anders übersetzt, auf das ihr erfolgreich sein möget. Ein Hinweis darauf, wer diese Hand nicht unterlässt, wird nicht erfolgreich sein. Und dann sagt er auch noch dazu, der Satan will euch jetzt zwischen euch nur Feindschaft und Hass sehen durch Berauschen, Trank und Glücksspiel. Und euch vom Gedenken Allahs und vom Gebet abhalten. Und wie kann man dann auch diskutieren und so etwas sagen? Und des Weiteren hat der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, seinen Gefährten beigebracht, wie schlimm diese Angelegenheit ist und was sie eigentlich bedeutet, was Khamr ist. Und Umar ibn Khattab hat uns gesagt, wal khamru ma khamara al-aql. Khamr und Khamr ist das, was den Geist benebelt. Das, was einen nicht mehr klar denken lässt. Das ist Khamr. Der Hadith ist bei dieser Hadith Mawquf, das ist Sahabi, das gesagt, und das ist bei Bukhari. Und aber solche Aussagen, die sind zwar Mawquf, das heißt, es hat bei der Sahabi gesagt, aber es ist so, als hätte der Prophet es gesagt, denn es gibt Angelegenheiten, die sagen die Sahaba zwar, aber es ist eindeutig erkennbar, dass sie das gelernt haben vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Oder es ist eine sprachliche Angelegenheit, die er uns hier mitteilt, und sie ist logisch und vernünftig, und keiner widerspricht ihm. Ja? Weil Khamr bedeutet auf Arabisch etwas, was bedeckt. Deswegen heißt Khimar die Kopfbedeckung, die im Koran erwähnt ist. Und mit dem Ausdruck Khimar, Khumur, das ist der Plural von Khimar, was im Koran erwähnt ist. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam macht uns das klar und sagte uns, was Khamr ist. Er sagte, kullu muskirin Khamr. Das heißt, alles, was dich betrunken macht oder den Geist benebelt oder deine Sinne wegnimmt, das ist Khamr, sagt er. Kullu muskirin Khamr. Wa kullu muskirin haram. Und jede Sache, die benebelt, ist haram, verboten, ungesetzlich. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam noch als weitere Androhung: وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ. Und wer stirbt, während er weint oder Alkohol trinkt und er davon besessen ist, der wird es im Jenseits nicht trinken. Allahu Akbar. Im Jenseits, im Paradies, ist uns versprochen worden, Flüsse mit Wein. Aber Wein, der nicht benebelt. Und natürlich der Wein des Jenseits ist anders als der Wein des Jenseits. Und jemand wird verboten, von ihr, dass er von diesen Flüssen trinkt. Allah, vielleicht weist es sogar darauf hin, dass er nicht ins Paradies kommt. Weil normalerweise im Paradies bekommst du, was du willst. Aber was der Prophet hier meinte, Allah, weiß ich nicht. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und der ist sahih. Aber der folgende Hadith, er macht eigentlich klar, dass gemeint ist, dass er nicht ins Paradies kommen wird. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِمْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ كَعَابِدِ وَثَنْ. Derjenige, der vom Wein trinken oder Alkohol trinken, Khamr trinken, besessen ist, wenn er stirbt, also diesen Zustand, dann trifft er auf Allah subhanahu wa ta'ala wie jemand, der Götzen anbetet. Und der Hadith ist sahih bei Ahmad und Ibn Hibban. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam für dieses Diesseits stellte er Regeln auf. Und er sagte, إِذَا سَكَرَ فَجْلِدُ. Wenn er, also wenn jemand Wein getrunken hat, Alkohol getrunken hat, dann peitscht ihn. ثُمَّ إِذَا سَكَرَ فَجْلِدُ. Und wenn er dann wieder betrunken wird, dann peitscht ihn nochmal. ثُمَّ إِذَا سَكَرَ فَجْلِدُ. Wenn er dann nochmal trinkt, dann peitscht ihn wieder. فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ. Wenn er ein viertes Mal macht, dann bringt ihn um. Und der Hadith ist aber Abu Dawud und Nasai, das sahih, allerdings ist er abrogiert. Allerdings ist er abrogiert, denn es hat sich ein eigenes Ereignis ergeben zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam,
Und dann hat er beim vierten Mal nicht die Todesstrafe angeordnet für die Person. Aber es weist auf die gewaltige Sünde so einer Person hin. Es weist auf die gewaltige Sünde von so einer Person hin. Und der Gesandte Allahs, die Hadithe darüber sind viele. Er sagte unter anderem, La'ana Allahu al-Khamra wa sharibaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha. Der Gesandte Allahs sagte, sallallahu alaihi wa sallam, ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. Also eine Menge von Leuten hat er verflucht in diesem Hadith. Oder der Allah SWT sagt, er sagt über Allah SWT, Allah hat verflucht den Khamr, und der es trinkt, und der es eingießt, und der es verkauft, und der es kauft, und der, wer ist es, der es herstellt, und für den es hergestellt wird, und der es trägt, und für den es getragen wird. Oder zu dem es hingetragen wird. Alle die hat Allah subhanahu wa ta'ala verflucht. Und der Hadith ist bei Abu Dawud in der Sahih. Und in einem anderen Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Thalathatun qad harrama Allahu alayhim al-Jannah. Drei Leuten hat Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies verboten. Das weist wieder darauf hin, dass, wie ich gesagt habe, dass jemand, der vom Weintrinken besessen ist, ihm das Paradies verboten. Er sagte, drei Leuten hat Allah das Paradies verboten. Mudminul Khamr, der vom Weintrinken oder Alkoholtrinken besessen ist. Wal'aq, das ist derjenige, der ungehorsam ist seinen Eltern gegenüber. Wal-Dayuth, und der Dayuth, und er sagte hier, was Dayuth bedeutet, Alladhi yuqirru fi ahli al-Khabath, der damit einverstanden ist, dass seine Ehefrau etwas Schändliches begeht. Und der Hadith ist bei Al-Jami' al-Saghir von Nasiyuti in al-Sahih. Und dann wurde er gefragt, in einem anderen, in einer anderen Überlieferung, فَمَدْ دَيُّوث. Was ist mit Dayuth gemeint? Er sagte, أَلَّذِي لَا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ. Derjenige, dem es egal ist, wer zu seiner Frau rein und raus geht, in das Haus seiner Frau rein und raus geht. Allah SWT sagte, sie fragen dich nach berauschendem Trunk und Glücksspiel. Glücksspiel auf Arabisch Maisir kommt vom Wort Yusr, Einfachheit. Und man sagt, weil derjenige, der Maisir betreibt, das heißt, derjenige, der Glücksspiel betreibt, sein Geld erlangt durch Einfachheit. Einfach sein Geld erlangt. Er wirft ein paar Würfel oder was auch immer, Karten, und bekommt er Geld dafür. Deswegen wurde es genannt Maisir. Wallahu a'lam. Sag, in ihnen beiden liegt große Sünde. Oder, wie wir gesagt haben, viel Sünde und Nutzen für die Menschen. Die große Sünde. Warum Sünde? Weil es erregt Feindschaft unter den Menschen und lenkt ab vom Gedenken Allahs, wie wir gesehen haben in Surat Al-Ma'idah, und führt zu Beleidigungen, und das reicht schon als üble Sache. Und schadet der Seele, dem Verstand, dem Körper, wie wir heutzutage wissen, der Alkohol schadet dem Körper und dem Vermögen. Weil man Geld ausgibt. Und Sünde ist überhaupt alles, was eigentlich entweder die Seele oder dem Verstand oder dem Körper oder dem Vermögen schadet. Und daran ist auch Nutzen für die Menschen. Und welcher Nutzen ist in diesen Sachen drin? Zum Beispiel Geld. Man erwirbt dadurch Geld in diesem Leben. Manche Leute werden dadurch reich. Und Spaß. Leute haben daran Spaß. Das ist der Nutzen, der darin ist. Aber, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die Sünde in ihnen beiden ist größer als ihr Nutzen. Und Alhamdulillah, dass unsere Religion immer oder niemals dem Verstand widerspricht. Alhamdulillah, unsere Religion widerspricht niemals dem Verstand. Sobald eine Sache mehr Schaden hat als Nutzen, ist sie gesetzlich gesehen und logisch gesehen nicht mehr vertretbar. Ganz einfach. Und sie fragen dich, Subhanallah, das weist darauf hin, dass der Prophet nur das weiß, was Allah ihm eingegeben hat. Und sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. Warum stellen sie diese Frage? Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat in dem Vers, mit dem wir schon geredet haben, Vers 195, hat er gesagt, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, und gebt auf, und gebt auf Allahs Weg aus. Und gebt auf Allahs Weg aus.
Und dann haben die Gefährten gefragt, was sollen wir ausgeben? Radiallahu anhu. Sag, o Gesandter Allah, sag den Überschuss. Al-Afu. Und Al-Afu ist hier als Objekt. Ist eher als Objektform, und zwar als, als Akkusativobjekt. Das heißt, was sollt, sag den Überschuss. Den Überschuss. Das ist ein Akkusativobjekt. Was sollt ihr ausgeben? Den Überschuss. Wen oder was? Das Akkusativobjekt. Den auf Deutsch und Arabisch ist es ähnlich. Das ist auch ein Akkusativobjekt. Al-Afwa. Den Überschuss. Und die Lesart von Abu Amr, rahimahullah, war Al-Afwu. Der Überschuss. Gemeint ist, der Überschuss ist es, was ihr ausgeben müsst. Okay? Al-Afwu mit einer Dhamma über dem Wow. Das ist ein Nominativ. Okay? Und beides sind Lesarten, in der der Koran herabgesandt worden ist. Und sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. Sag den Überschuss. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte uns klar, dass die beste Art von Sadaqa diejenige Sadaqa ist, wenn man reich ist. Man hat Überfluss und man gibt davon her, freiwillig. وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًا. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so macht Allah euch die Zeichen klar, auf dass ihr nachdenken möget. So macht Allah euch die Zeichen klar, auf dass ihr nachdenken möget. Was euch von diesen Dingen fürs Dies und Jenseits nützt. Und ihr dann abwägt. Und dann wenigstens einen Teil der guten Sachen oder einen Teil eures Vermögens nur fürs Jenseits investiert. Und nicht das Jenseits außer Acht lasst. Und interessanterweise, grammatikalisch gesehen, geht der Satz weiter. Der ist abgebrochen. Dieser Vers ist abgebrochen. Das heißt hier, so macht Allah euch die Zeichen klar, auf dass ihr nachdenken möget. Und dann geht es weiter im Vers 220 über das Diesseits und das Jenseits. Normalerweise würde man denken, auch, normalerweise würde man denken, so macht Allah euch die Zeichen klar, auf dass ihr über das Jenseits, auf dass ihr über das Diesseits und das Jenseits nachdenken möget. Aber das Jenseits, dieses kam im nächsten Vers erst. Und das ist ein Hinweis darauf, dass man beim Lesen des Koran, es ist eine Sunnah, dass man am Versende stehen bleibt. Die Gelehrten des Tajweed und der Qiraat lehren einem, dass man am Ende eines Verses stehen bleiben soll, ist eine Sunnah. Und es ist auch überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er die Fatiha so gelesen hat, dass er immer an jedem Vers stehen geblieben ist. Obwohl die Verse dort auch grammatikalisch zusammenhängen. Das heißt ja, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Ar-Rahmanir Rahim, dem Al-Abama, dem Barmherzigen. So hängt es ab von dem Vers vorher. Ja? Und trotzdem ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam stehen geblieben. Und deswegen ist es eine Sunnah. Und was manche Leute sagen, dass man bei bestimmten Versen die verbinden soll, dass es da besser wäre. Nein, auch bei Versen wie in Surat Al-Ma'un sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَيْنٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Das heißt, wehe, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der Surah 107, wehe nun den Betenden, das ist der erste Vers, dann der vierte Vers, dann der fünfte Vers, denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten. Und weil manche Leute haben gesagt, es ist besser, wenn man stehen bleibt, wenn man nicht stehen bleibt und sagt, wehe nun den Betenden, denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten. Weil sie gesagt haben, Allah droht doch nicht den Betenden. Die Betenden sind doch was Gutes. Und wir sagen, ja, selbstverständlich, das, die Bedeutung ist richtig. Wenn man es weiterlesen will, darf man weiterlesen. Aber besser ist es, dass man stehen bleibt, weil es eine Sunna ist. Und die Weisheit, die da, und was darauf hinweist, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala da ein Versende gemacht hat. Warum endet dann der Vers da? Muss doch einen Grund haben. Das ist die erste Sache. Zweite Sache ist, dass vielleicht will Allah subhanahu wa ta'ala Aufmerksamkeit erwecken von den Menschen. Dann wird man wach und fragt sich, was mit den Betenden? Dann sagt er, Alladhinu ma'an salatim sahun, diejenigen, die auf ihre Gebete nicht achten. Insofern, und die Weisheiten, die Allah hat bei sich, wir wissen manche von ihnen, manche wissen von ihnen nicht. Aber wenn da ein Vers Ende ist, ist es besser, dass man stehen bleibt. Und auch in diesem Vers, also, ist es besser, man bleibt am Ende des Verses stehen. Und das sage ich aufgrund von Wissen und nicht aufgrund von irgendwelchen anderen Sachen. So macht Allah euch die Zeichen klar, auf dass ihr nachdenken möget. Also,
und abwägen möget, welche Dinge, was euch mehr Vorteile bringt. Das Investieren in das Diesseits oder das Jenseits, denn ihnen ist ja angeordnet worden, zu spenden und herzugeben. Über das Diesseits und das Jenseits. Und jetzt kommt wieder eine Frage. Die Gefährten radiallahu anhu haben wieder eine Frage gestellt. Und sie fragen dich nach den Weisen. Wer ist der Mufti? Allah subhanahu wa ta'ala. Wer ist der Mustafti? Diejenigen, die Sahaba radiallahu anhu. Und der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala weiß nur das, was Allah ihm beigebracht hat. Mehr weiß er nicht. Und sie fragen dich nach den Weisen. Sag, ihre Lage zu verbessern ist besser. Okay. Diese Verse haben einen Grund. Diese Verse haben einen Grund, warum sie offenbart worden sind. Und zwar schlagen wir mal auf. Zum Beispiel Seite 78. Vers 10. Das ist der Zustand, von dem man ausgeht. Seite 78, Vers 10. Surah Nummer 4, Vers 10. Surah An-Nisa. Wo Allah sagt, diejenigen, die den Besitz der Weisen ungerechterweise verschlingen, verzehren in ihren Bäuchen nur Feuer. Und sie werden der Feuerglut ausgesetzt sein. Das ist eine Drohung. Für jemanden, der für Weisen verantwortlich ist, dass er nichts von ihrem Besitz verzehrt. Des Weiteren sagte Allah subhanahu wa ta'ala, nur damit wir verstehen, wie die Sahaba vorbereitet sind oder welche Angst sie haben, etwas Falsches zu machen in Bezug auf das Vermögen der Weisen. Jetzt gehen wir auf die Surah Nummer 6, auf der Seite 149 gehen wir mal. Seite 149 in Surah Al-An'am, Surah 6, Vers 152, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. Und nähert euch nicht dem Besitz des Waisenkindes. Dieses Nähern, das, wie ich gesagt habe vorhin, ist noch schlimmer, als noch gefährlicher, als wenn Allah sagen würde, verschlingt es nicht. Ja? Nähert euch nicht einmal dem Besitz des Waisenkindes, außer auf die beste Art, bis es seine Vollreife erlangt. Und die beste Art, eben, dass man es zum Beispiel nimmt und für das Kind investiert oder indem man damit investiert, damit das Kind noch mehr Geld bekommt. Das darf man mit dem Geld machen, mit den bekannten Voraussetzungen. Auf jeden Fall. Dann der dritte Vers, Surah, auf der Seite 285, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, nur damit wir wissen, warum die Sahaba radhiyallahu anhum hier eine Frage stellen, weil sie Angst haben, irgendwie etwas zu verschlingen vom Besitz der Weisen. Auf der Seite 285, Surah 17, Surah Al-Isra, Vers 34, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und nähert euch nicht dem Besitz des Waisenkindes, außer auf die beste Art, bis es seine Vollreife erlangt hat. Diese Wiederholungen weisen darauf hin, wie gefährlich es ist. Diese Wiederholungen weisen darauf hin, wie es gefährlich ist. Also, die Sahaba, radiallahu anhum, ardahum, möge Allah mit ihnen zufrieden sein und möge er sie zufriedenstellen, sie hatten Angst davor, Vermögen der Weisen aufzuessen, zu verschlingen. Denn wenn du für ein Waisenkind verantwortlich bist, dann hat das Waisenkind vielleicht ein bestimmtes Vermögen und du hast ein bestimmtes Vermögen. Und wenn du jetzt ganz genau sein wolltest mit dem Essen und Trinken und so weiter und so fort, dann würdest du praktisch dein Geld immer separat lassen von dem Geld der Waisenkinder. Ja? Und dann nimmst du dein Geld und kaufst dafür dein Essen und dein Trinken. Und dann nimmst du das Geld von deinem Kind, von dem Waisenkind, und kaufst dafür Essen und Trinken. Und du machst es auf den Tisch getrennt. Da ist das Waisenkind und da bist du. Die Mutter müsste praktisch zweimal kochen. Einmal nur mit dem Geld und die Gewürze nur kaufen von dem Geld von dem Waisenkind. Und das Essen und das Trinken. Und dann extra trennen, eigenen Topf machen. Und die anderen, obwohl sie das gleiche zum Beispiel essen, einen eigenen Topf machen und so weiter und so fort. Bis das Kind seine Vollreife erlangt. Das heißt, es kann sein bis zum maximal bis zum 15. Lebensjahr. Und das ist eine gewaltige Erschwernis. Das ist eine gewaltige Erschwernis. Und daraufhin wurde dieser Vers offenbart. Und der Hadith ist bei Abu Dawud an-Nasai und as-Hasan. Und deswegen heißt es hier, und sie fragen dich nach den Weisen. Sag, ihre Lage zu verbessern ist besser. Und wenn ihr euch mit ihnen zusammentut, euer Geld und ihr Geld vermischt zusammen, so sind sie eure Brüder. So sind sie eure Brüder. Es ist also erlaubt. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah weiß den Unheilstifter vom Heilstifter zu unterscheiden. Er weiß also sehr wohl, wer ihren Besitz verzehren will und wer nicht.
Also seid auf der Hut. Und dann sagt Allah, und wenn Allah gewollt hätte, hätte er euch wahrlich in Bedrängnis gebracht, subhanahu wa ta'ala. Wodurch? Indem er diese Erleichterung eben, wenn diese Erleichterung nicht gekommen wäre für die Muslime. Allah ist allmächtig und allweise. Das ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen darf man das Geld, eigene Geld, mit dem Geld der Waisenkinder vermischen und davon Essen kaufen und dann den Waisen einen Teil abgeben vom Essen, vom Trinken, von der Kleidung und anderen. Und das weist darauf hin, dass es reicht abzuschätzen, nach bestem Willen abzuschätzen. Man muss nicht auf jeden Cent peinlichst genau achten. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt einem, wenn man eine gute Absicht gehabt hat, aber er weiß sehr wohl Bescheid, wer eine gute Absicht hat und wer eine schlechte Absicht hat. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dass Allah uns diese Barmherzigkeit zuteilkommen hat lassen. Und Allah sagt am Abschluss des Verses, Allah ist allmächtig und allweise. Und das sind immer die edelsten Verse, wo Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst beschreibt. Inna Allah azizun hakim, allmächtig. Niemand kann ihn also widersprechen in seiner Anordnung, die er angeordnet hat. Und er vergibt, wem er will. Und macht also leicht Gesetze, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Und er ist allweise. Seine Anordnung ist weise, die er gemacht hat. Und ist zweifellos weise, ob man die Weisheit kennt oder nicht. Hier ist sie offensichtlich. Es ist eine Erleichterung für die Gläubigen und für die gottesfürchtigen Menschen. Ganz im Gegenteil für die nicht gottesfürchtigen Menschen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.